أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه به حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. Gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, es ist eine große Ehre für uns, diese inshallah gläubigen Gesichter wiederzusehen. Alhamdulillah, wenn ihr euch erinnern könnt, das letzte Mal haben wir Allah azawajal darum gebeten, dass er uns ein weiteres Mal ermöglicht. Und in der Tat, er ist der Erhörer der Bittgebete, subhanahu wa ta'ala al-Mujib, der die Bittgebete seiner Diener erhört. Alhamdulillah hat er uns heute wieder zusammengeführt. Möge Allah azawajal uns so im Paradies miteinander vereinen, wie er uns in dieser Dunya miteinander vereint hat. Und ich hoffe, dass die Hannoveraner, oder wie sagt man? Hannoveraner. Steht das so im Duden? Dass die Hannoveraner Salawat machen auf den Propheten Muhammad sallallahu. Wenn ich sage Muhammad, sagt ihr sallallahu alaihi wasallam. Es ist nicht unsere Methodik, euch jedes Mal zu erinnern, aber es ist verpflichtend für uns, wenn wir den Namen Muhammad hören oder Rasulullah oder Nabiullah, dann sagen wir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und wehe, ihr gehört zu den Geizigen, die dieses unterlassen. Möge Allah Azza wa Jal uns mit dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam yawm al-qiyama versammeln. Allahumma rzuqna murafaqata al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam fil Jannah. Liebe Geschwister, natürlich, wenn meine Vorredner gesprochen haben, der edle Bruder Adnan und der edle Bruder Abdul Aziz, möge Allah Azza wa Jal sie in das höchste Paradies eingehen lassen, dann bleiben mir nicht mehr viele Worte, außer dass ich mich vielleicht kurz vorstelle und dann beende ich damit den Vortrag, denn sie haben mehr Anrecht als ich, über diese Themen zu reden. Und ich möchte Allah Azza wa Jal insbesondere darum bitten, dass er ihre Dawa erfolgreich macht und dass er sie zum Grund macht, dass viele Leute durch ihre Hände, bi'idhnillah as-sami' al-alim, und mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal zum Islam kommen und dass sie einen Weg verfolgen, den Weg der Rechtleitung, den Weg der Wahrheit, den Weg aller Propheten, bis der Todesengel zu ihnen kommt. Und es wird dann gesagt zu diesem Zeitpunkt, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim man al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun. Wenn ein Gläubiger kurz vor seinem Tod ist, Allah lässt ihn nicht eher sterben, bis dieser Gläubige eine frohe Botschaft überbracht bekommt. Allah Azza wa Jal sagt in seinem edlen Koran, wahrlich diejenigen, die sagen, mein Herr ist, wer ist unser Herr? Allah. Allah einzig und alleine. Wahrlich diejenigen, die sagen, mein Herr ist Allah. Und sie kennen auch ihren Herrn. Reicht das, dass wir nur Allah sagen? Wir glauben alle an Allah, wir sagen alle Allah, wir nehmen alle das Wort Allah im Mund. Und die dann auf einen geraden Weg befestigt bleiben. Den Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Allahumma thabbitna ala din al-haq. So kommen, höre zu, die Engel auf sie herab. Wann? Kurz bevor sie sterben. Allah lässt sie nicht von dieser Erde gehen, bis sie diese frohe Botschaft vernehmen. Ihr braucht nicht ängstlich zu sein. Vor allem, was ihr jetzt begegnen werdet. Denn für euch hat jetzt die kleine Qiyama begonnen. Denn wenn du stirbst, o Diener Allahs, dann wird dir dein Platz im Paradies gezeigt und auch im Höllenfeuer. Der Zeitpunkt der Abrechnung hat begonnen. So brauchen sie nicht ängstlich zu sein, vor allem, was kommen wird. Und nicht traurig zu sein für all die Dinge, die sie gelassen haben. Allah nimmt das in die Hand, subhanahu wa ta'ala. Und so vernimmt die frohe Botschaft über das Paradies, welches euch verkündet wurde. Welches euch versprochen wurde, sagt Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Mit dieser Botschaft nimmt der Todesengel deine Seele.
Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Derjenige, der das Treffen mit Allah liebt, so liebt Allah das Treffen mit ihm. Liebst du das Treffen mit Allah? Liebst du das Treffen mit Allah? Wer wahrhaftig ist, wallahi al-azim, er wird es sehen zum Zeitpunkt seines Todes. Wer das Treffen mit Allah liebt, ganz im Ernst, sind wir bereit, jetzt zu sterben? Sind wir bereit? Warum? Weil es gibt zwischen uns und der Begegnung Allahs was? Ein Hindernis. Was ist das Hindernis? Wer sagt mir das? Die? Was ist das Hindernis? Die? Die Sünde. Hört mal, was Allah Azza wa Jal über ein Volk gesagt hat, welches er verflucht hat. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Allah Azza wa Jal sagt über ein verdorbenes, verfluchtes Volk, wenn ihr behauptet, dass ihr die Bewohner der jenseitigen Städte seid, das Paradies, wenn ihr behauptet, ihr seid die Paradiesbewohner und niemand außer euch, dann wünscht euch den Tod. Yalla. Wünscht euch den Tod. Wenn ich dir sage, du kommst nach deinem Tod sofort in das Paradies, wirst du dir den Tod wünschen, ja oder nein? Willst du noch eine Millisekunde leben? Noch einmal dein Kind sehen? Noch einmal deine Frau sehen? Manche wollten schon so ihre Frau nicht sehen. Aber subhanallah, schau mal, liebe Geschwister, er will keine Millisekunde mehr in dieser Dunya verbringen. Warum? Was treibt ihn zu Allah? Er kennt Allah, seinen Herrn, und er weiß, niemand hat etwas Besseres für ihn vorgesehen, außer Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über dieses Volk, wenn ihr denkt, dass ihr die Paradiesbewohner seid und ihr allein und außer euch kommt niemand in das Paradies herein, dann wünscht euch doch den Tod. Dann wünscht euch den Tod, wenn ihr, was seid? Wahrhaftig seid. Schaut mal, uns fehlt die Wahrhaftigkeit. Mu'adh ibn Jabal, er lag im Tod, radiyallahu anhu arda, einer der großzügigen Gefährten, liebe Geschwister. Und Mu'adh ibn Jabal, bevor er gestorben ist, hat er ein Bittgebet gemacht. Er sagte, Allahumma inni qad kuntu akhafuk, wa ana al-yawma arjuk. Marhaban bil mauti marhaban. Er lag im Tod und er sagte, ja Allah, ich habe dich in der Dunya gefürchtet. In der Dunya was? Gefürchtet. Und heute, ich übersetze es euch, wo ich denke, dass meine Seele zu dir zurückkehrt, wünsche ich mir deine Barmherzigkeit. Ich wünsche mir deine Barmherzigkeit, wann? Nachdem ich dich, hä? Also bei mir dürft ihr nicht passiv sitzen, ja? Bei unseren geehrten Brüdern schreibt ihr mit, aber ich will eure Herzen und eure Ohren und dass ihr mit mir zusammenarbeitet. Hier kommt mir keiner weg, sonst kriegt er eine Strafe von mir. Schaut mal, dieser Mann sagte, ja Allah, ich habe dich gefürchtet und heute hoffe ich auf deine Barmherzigkeit. Nachdem ich dich gefürchtet habe. Herzlich willkommen, O Tod. Herzlich willkommen, O Tod. Hast du einmal gesagt, marhaban bil maut? Oder marhaban bil leila? Marhaban bil flus? Marhaban bil maut. Herzlich willkommen, O Tod. Allahu Akbar. Der Mensch, der so lebt, dass er dieses Treffen mit Allah Azza wa Jal begehrt und sich danach sehnt, und er wünscht sich, jede Millisekunde zu Allah zurückzukehren, der ist der Glückliche auf dieser Erde. Allahumma ja'alna min as-su'ada. Wallahi al-azim, niemand ist glücklicher als er. Niemand. Er liebt das Treffen mit Allah. Warum? Weil als er kurz vor dem Tod war, was hat der Engel ihm berichtet? Hä? Dass er was bekommen wird? Das Paradies, welches ihm versprochen wurde. Und wenn er diese Nachricht vernimmt, dann freut er sich auf die Begegnung mit Allah und Allah freut sich auf die Begegnung mit ihm. Aber der Kafir, der Fajr, der Fasik, einer, der einen anderen Weg beschreiten wollte als den Weg der Rechtleitung, dieser, zu ihm wird etwas anderes gesagt. Der Zorn Allahs auf dich. Allah ist wütend auf dich. Daraufhin hasst er die Begegnung mit Allah und Allah hasst die Begegnung mit ihm. Man kariha lika Allah, kari Allah liqa. So ist die Form. Und zu dem Zeitpunkt, wenn der Todesengel auf dich herabkommt und dir sagt, dir wird das Paradies gegeben, welches dir versprochen wurde,
Wer kommt an so einem Tag und sagt dir Salafist? Extremist? Terrorist? An diesem Tag brauchst du keine Angst zu haben, Ulin Allahs. Allah Azza wa Jal hat für dich das Gute bestimmt. Allahumma la tumitna illa wa anta rahimun. Und ich möchte heute mit euch, liebe Geschwister, über ein Thema sprechen. Und es ist wahrlich ein wichtiges Thema. Wie beende ich meine Jahiliyyah? Und ich bitte eingangs, dass man nicht böse ist auf mich, weil ich schon sehr direkt sein werde. Und inshallah, wenn ein Schuh fliegt, dann werden wir das sowieso rausschneiden aus der Szene. Wir sind schon gewappnet. Aber weißt du, die Schuhe sind alle unten. Wie beende ich meine Jahiliyyah? Wenn ich dich frage, warum hast du den Weg der Rechtleitung angenommen? Der hübsche Mann mit dem Bart. Alle sind bärtig hier, Alhamdulillah. Je mehr Haare im Gesicht, desto mehr lieben wir euch. Warum hast du die Jahiliyyah aufgegeben? Warum? Für Allah. Für Allah? Das heißt, um das zu übersetzen, dein Leben war vorher für dich und jetzt willst du für Allah leben. Sag, warum hast du die Jahiliyyah aufgegeben? Für Allah. Ebenfalls, dass du dein altes Leben nicht mehr ertragen konntest, nicht mehr so leben wolltest, wie du es damals gemacht hast, weil es dich nicht zufrieden gemacht hat. Und ab jetzt möchtest du ein glückliches Leben für Allah führen. So wird jeder diese Antwort geben, liebe Geschwister. Und wenn ich dich frage, o Diener Allahs, warum hast du die Mädchen gelassen und du bist zu den Bärtigen in die Moschee gekommen, wo die Mädchen doch hübscher sind? Warum? Warum hast du früher Musiklieder heruntergeladen und jetzt lädst du den Koran herunter? Warum hast du dir damals irgendwelche Filme angeschaut und jetzt schaust du dir islamische Videos an? Die Antwort ist leicht, weil wir alle was möchten, das? Das Paradies. Allahumma rizukna al-Jannah. Die Antwort ist leicht, wir wollen alle das Paradies, liebe Geschwister. Und deswegen haben wir beschlossen, unser Leben umzukrempeln. Und wenn wir über die Jahiliyyah reden, dann sagen die Gelehrten, was der Zustand der Jahiliyyah ist und die Abkehr von der Jahiliyyah. هو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass derjenige, der die Jahiliyyah verlassen hat, ab jetzt die Gehorsamkeit Allahs Azza wa Jal vor alles bevorzugt, indem er das tut, was für ihn verpflichtend ist. Wer darf ihn was verpflichten? Nur Allah Azza wa Jal. Und er hält sich fern von allem, was haram ist. Und er nährt sich Allah Azza wa Jal mit den Gehorsamkeiten und mit den Dingen, die auch nicht verpflichtend sind. Denn jede gute Tat, die du für Allah Azza wa Jal machst, du wirst es morgen bei Allah Azza wa Jal wiedersehen. Allah Azza wa Jal sagt über diese großartigen Leute und er gibt uns ein Versprechen: Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Allah Azza wa Jal sagt, wahrlich diejenigen, die glauben und Gutes tun, so werden wir niemals eine gute Tat, was? Hä? Verloren gehen lassen. Wenn du heute den Koran liest, dann findest du diese Tat morgen bei Allah Azza wa Jal wieder. Warum liest du nicht den Koran? Wenn du heute eine Sadaqa gibst, eine Sadaqa, ja, für Allah. Weil es gibt Leute, liebe Geschwister, die haben einen ganz komischen Manhaj bei der Sadaqa. Der geht am Freitag zur Spendenbox und tut 5 Euro rein als Schein und nimmt 10 Euro raus. Meine Sadaqa hat gewonnen. Er wollte den Lohn schon in der Dunya. Du gibst eine Sadaqa für wen? Für Allah und sie ist weg. Diese Sadaqa ist für das Angesicht Allahs. Hast du sie gegeben für Allah Azza wa Jal, wirst du das morgen wiederfinden. Wenn du betest, so wirst du dieses morgen bei Allah Azza wa Jal wiederfinden. Und je mehr du an guten Taten machst, umso mehr wirst du dich freuen auf die Begegnung mit wem? Allah. Dann frage ich euch, wo sind die guten Taten, o Diener Allahs? Wo sind sie? Wir stecken immer noch in der Jahiliyyah. Und heute, bi'idhnillah, Samir Alim, hoffe ich, dass mit diesen Worten, die Allah Azza wa Jal so in das Herz hereinlegt, wie er will, subhanahu wa ta'ala, und er kennt die Wahrhaftigen,
dass wir heute nicht hier herausgehen, außer dass wir allesamt beschließen, die Jahiliyyah hinter uns zu lassen. Und wir sehen, Alhamdulillah, dass viele Leute den Islam annehmen, liebe Geschwister. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass viele bei der Praktizierung der Religion ihren eigenen Weg bestimmen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Was heißt das? Das heißt, sie folgen dabei nicht der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sondern sie basteln sich praktisch ihren eigenen Weg. Richtig, du siehst viele Leute mit einem Bart und du siehst viele Frauen mit einem Hijab, aber der Lebensweg, den sie beschreiten, ist alles andere als islamisch. Und dadurch irren sie ab in der Rechtleitung. Mit einem Bad oder mit einem Hijab. Allah Azza wa Jalla sagt, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So folgt ihm, wen? Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, damit ihr recht geleitet seid. Wisse eine Sache, und diese Ayah belegt das deutlich, du wirst niemals die Rechtleitung erreichen, wenn du wem nicht folgst? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sei ehrlich, folgst du den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam? Um ihm zu folgen, muss man erstmal wissen, wie er gelebt hat. Wie viele von uns studieren das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und wie viele behaupten, dass sie die stärksten Befolger des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam sind? Und natürlich fangen sie an, den Islam mit ihrem alten Lebensweg zu mischen. Ganz gleich, wie der alte Lebensweg war. Dieser Weg hat sie geprägt, sie haben diesen Weg 20, 30 Jahre beschritten und eigentlich haben sie gar nicht so richtig mit ihrer Jahiliyyah abgeschlossen. Und wenn du diese Person fragst, was ist das Höchste für dich, dann sagen sie Koran und Sunna. Aber er lässt sich nicht danach erziehen. Er sagt Koran und Sunna, aber er lässt sich nicht danach erziehen. Also ist das ein Problem und er redet davon, wie er früher in der Jahiliyyah war, aber der Ärmste weiß nicht, dass er immer noch in der Jahiliyyah ist. Lebt, liebe Geschwister. Und ich werde es deutlich machen, damit jeder versteht, was ich meine. Wie viele Jugendliche gibt es, die gesagt haben, Alhamdulillah, ich bin rechtgeleitet, und sie lügen wie gedruckt, von morgens bis abends. Kennt ihr solche Leute? Wie viele Leute klauen? Ranima. Habt ihr auch so eine Ranima-Abteilung? Wallah, ich wusste nicht, dass man ohne Krieg auch eine Ranima machen kann. Das ist auch was ganz Neues, ne? Also bevor man Krieg gemacht hat, nimmt man schon die Ranima. Wir haben solche Leute in Berlin. Da gibt es einen Laden, der heißt Kaufland. Und da klauen sie aber nur Halal-Produkte natürlich. Wäre das etwas... also da fürchten sie Allah, weil die Trolli müssen schon Halal-Gelatine haben. Sie behaupten, sie hätten die Jahiliyyah hinter sich gelassen. Wie viele Leute betrügen, wal'iyadu billah? Wir kennen Leute. Was mir berichtet wurde, sie gehen zur Bank und nehmen Kredite und sagen, Ranim. Ranim? Ahlan wa sahlan ya Ranim. Das heißt, sie leben das Leben der Jahiliyyah, nur unter dem Deckmantel des Islam. Früher hat der Bafdidi gehört und Dr. 4 oder 5 oder ich weiß nicht, welcher jetzt aktuell ist, aber jetzt, subhanallah, hört er die ganze Zeit Nasheed. Der kennt mehr vom Nasheed als vom Koran. Der hat das Handy in der Hand. Ich habe das selber gesehen mit eigenen Augen. Idrib ya Asad al-Falluja. Und er steht nicht auf zum Fächern. Jihad, Nasheed und Bombenfallen und ich weiß nicht wie viele Pferde. Aber er steht nicht auf. Kein Pferd zieht ihn zum Fächern. Das heißt, diese Leute sind immer noch wo? In der Jahiliyyah. Früher hat er Musik gehört, jetzt hat er die Musik eingetauscht mit der? Mit dem Nasheed. Du fragst ihn, wie viel kannst du vom Koran lernen? Er sagt dir, was Allah leicht gemacht hat. Ja, Allah hat sehr leicht gemacht, dass du nicht mal Kul a'udhu bi rabbil nas richtig sagen kannst. Er traut sich nicht mal zu sagen. Ein Bruder hat erzählt, da war einer einmal, der kam in die Moschee herein, der sah aus nach der Sunna von oben bis unten. Der Imam hat Angst bekommen, er hat ihn vorgelassen zum Beten. Er hat sogar Kuchel drauf gehabt, die komplette Sunna. Subhanallah al-Azim. Imama, eine Kopfbedeckung, dann diese Thaub, dieses Gewand, Kuchel, langen Bart. Der Imam sagt, bitteschön, bete vor. Er hat vorgebetet, ja Latif, 100.000 Fehler in Surat al-Fatiha. In der ersten Rak'a, ich weiß nicht, wie er Qul huwallahu ahad gelesen hat.
In der zweiten Raka ist ihm nicht eine neue Sura eingefallen. Dann fing er an. Tala al-Badri. Er hat angefangen, ein Nasheed zu singen. Im Gebet. Aber Hauptsache, du siehst nach der Sunna aus. Das heißt, liebe Geschwister, wir leben immer noch in der Jahiliyyah. Was haben wir denn wirklich verlassen, wenn wir ehrlich sind? Wie viele Jugendliche gehen in die Diskothek? Jetzt, ich weiß auch, dass nach dem Vortrag von Abu'l-Bara Leute dann in die Hannover Disco gehen und sich einen Schlag Techno geben. Ich weiß das. Das weiß ich. Er sagt doch noch Bismillah, wenn du reingehst in die Disco. Wie ein Mädchen, die wollte in die Diskothek herein, ein muslimisches Mädchen. Der Türsteher lässt sie nicht rein, sie sagt ihm, Wallahi, ich werde hier reinkommen. Wallahi. Wallahi. Gut, dass er nicht gesagt hat, Wallahi, ich werde dich nicht reinlassen. Ja, sprichst du noch ein Bittgebet, wenn du reingehst in die Diskothek? Schaut mal, wir missbrauchen den Namen Allahs für unsere Jahiliyyah, liebe Geschwister. Wie viele Leute gehen immer noch in die Shisha-Bar und ziehen einen genüsslichen Zug? Und sie machen sich nichts daraus. Aber wenn du ihn fragst, er sagt dir, ich liebe die Religion. Und er redet in der Shisha-Bar über Allah. Achi, taqillah, qal Allah. Zieh noch mal ein, zieh noch mal ein. Allahu Akbar, mein Iman ist gestiegen. Ja, und manche nennen ja ihre Shisha-Bar auch Baraka. Wo soll die Baraka herkommen? Aus der Pfeife? Er sitzt in der Shisha-Bar und redet über die Religion Allahs. Und er merkt es nicht, der Ärmste. Um ihn herum wird Musik gespielt. Dort sitzen ein paar Mädchen. Und Wallahi, ein Bruder sagte zu mir, in Berlin gibt es ein paar Mädchen in der Alterskategorie zwischen 14 und 18 Jahre. Wallayadu billah, sie machen Sinner für ein Glas Cola. Ein Glas Cola. Du spendierst ihnen ein Glas Cola und sie machen Sinner dafür. Unsere Frau hat gesagt, Subhanallah, was werden sie für eine Flasche Cola machen? Wenn sie für so ein Glas schon diese Sache machen. Wallayadu billah, wie gewaltig ist das, dass wir in der Shisha-Bar sitzen und das Wort Allahs im Mund nehmen, während wir an einem schmutzigen Ort sind. Wie viele schlechte Freunde haben wir? Und manche von ihnen machen sich sogar lustig über die Religion Allahs. Und wir sind gerne mit ihnen zusammen. Sag, mit wie viel Kuffar sind wir zusammen? Wie viele haben mehr Freunde von den Kuffar als ihre eigenen Muslime? Was soll der Kafir dir sagen? Achi, du hast das Gebet verspätet, geh und bete. Was erwartest du von ihm? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, la tusahib illa mu'mina. Nimm dir niemand anderen zum Freund außer einem Mu'min. Ja, Achi, ein Mu'min. Weißt du nicht, was ein Mu'min ist? Das ist nicht der, der eine Kreissägefrisur hat und dir eine Droge immer bereit ist zu geben. Das ist nicht der, der dir sagt, wir haben ein Treffen mit der und der. Das ist nicht der, der dich zum Wege von Shaitan ruft. Das ist der, der dir sagt, fürchte Allah. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Das ist ein wahrer Freund und mit ihm musst du zusammenbleiben. Und du darfst nicht diese goldenen Freunde eintauschen mit irgendwelchen Leuten, die dich in das Höllenfeuer hereinrufen, wo die Nahe. Wie viele Leute sehen wir, die täglich chatten? Aber er sagte, es ist ein islamischer Chat, islamischer Heiratsvermittler. Islamisch. Alles ist islamisch. Es gibt auch jetzt eine islamische Diskothek, wie wir gehört haben, in Düsseldorf. Und die Betreiber wurden gefragt, warum nennt ihr das islamisch? Sie sagten, ja, erstmal bei uns, die Leute kommen rein mit Kopftuch. Mashallah. Die kommen rein in diese Diskothek und sie sagten, die Betreiber dieser Diskothek, besser, bevor sie zu den Kuffar gehen, kommen sie zu uns. Ja, bei ihnen gibt es Ibo. Einama, shikidim, shikidim. Und dann fängst du an, subhanallah, diesen Tanz. Al-Muhim, diese Leute sind in der Jahiliyyah, aber sie missbrauchen den Namen Islam und Koran. Möge Allah Azza wa Jalla uns recht leiten. Wallahi, billahi. Ich habe von einem Bruder gehört, er sagte mir, es gibt sogar Brüder mit einem Bart, die gehen, ich nenne ein anderes Wort jetzt dafür, in Freudenhäuser, ihr wisst schon, was ich meine, und sie nehmen sich dort eine Sklave. Na. Ja. Alles unter dem Deckmantel vom
Islam. Eine Sklavin sagt er: Wird dieser Mann auf einen Chef hören? Ihr sagt mir nein. Er sagt, alle haben den Islam falsch verstanden, außer er selber. Also hat er seinen Lebensweg, den er eigentlich begehrt, sein Gelüst, vor was gestellt? Vor der Religion. Allah Azza wa Jalla sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Und Allah Azza wa Jalla lässt ihn irregehen mit seinem Wissen. Ist er unwissend? Ist er unwissend? Nein, er ist nicht unwissend. Er weiß ganz genau, dass er seinem Gelüst folgt. Aber Subhanal Malik, wie heute Leute, damals hat er 2, 3 Freundinnen gehabt, heute heiratet er 2 oder 3 Schwestern. Er sagt, ich muss sie schützen. Vor was? Du solltest sie erstmal vor dir schützen. Das ist der gewaltigste Schutz erstmal. Und das ist das Problem, liebe Geschwister, dass wir immer noch in dieser Jahiliyyah sind. Hört, was Allah Azza wa Jal sagt. مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. Allah sagt über die Heuchler, sie sind zwischen 2 Seiten. Sie pendeln zwischen 2 Seiten. Sie gehören nicht richtig zu denen und auch nicht richtig zu denen. Das heißt, sie sind keine Kuffar, weil sie verleugnen nicht Allah. Aber sie sind auch nicht richtig gläubig, weil sie leben nicht nach der Rechtleitung des Islam. Zwischen dem und dem. Er ist mit seinen Freunden, da geht er in die Disco, in die Shisha und macht üble Dinge, die Allah Azza wa Jalla zornig machen. Daraufhin geht er in die Moschee und tut so, als ob er nichts gemacht hat. Er sitzt jetzt in der Moschee und liest Koran. Nachdem er Koran gelesen hat, geht er nach Hause und öffnet die versauten Programme im Internet und guckt sich die gesamte Zeit diese versauten Filme und Bilder an. Er gehört nicht richtig zu denen. Und er gehört nicht richtig zu denen. Ja, ayyuhal ladhina amanu, la takhunullah. O ihr, die ihr glaubt, betrügt nicht Allah. Ja, gerade saßt du noch in der Moschee. Gerade hast du noch den Koran gelesen und Khushu gehabt und gesagt. Innal ladhina qalu. Mit 10 Mad, obwohl es das nicht gibt. Und daraufhin gehst du nach Hause und öffnest dein Programm. Manche spielen sich am Bad Nasha Allah. Während er etwas schaut, was Allah Azza wa Jal zornig macht. O ihr, die ihr glaubt, betrügt nicht Allah. Allah sagt nicht, ja, ayyuhal ladhina kafaru, ja, ayyuhal munafiqun. Allah sagt nicht diese Anrede, o ihr Heuchler, o ihr Kuffar, o ihr, die ihr glaubt, der du gerade noch in der Moschee gesessen hast und gesagt hast, Allah steht bei mir an erster Stelle. Schau mal, 5 Minuten später, was du gemacht hast. Sie gehören nicht zu denen und nicht zu denen. Sie sind irgendwo dazwischen. Das ist die Eigenschaft der Heuchler. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Liebe Geschwister, wir kennen Leute, die den Islam angenommen haben, aber kein Interesse am Gebet haben. Kennt ihr solche Leute? Er will nicht beten. Er will nicht beten. Oder andere, die wollen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht folgen. Oder andere, die nur mit Spiel und Spaß beschäftigt sind, seit sie gesagt haben, ich habe die Jahiliyyah verloren. Ich habe die Jahiliyyah hinter meinem Rücken gelassen. Sie gucken nur Filme, sie spielen nur herum, gammeln herum. Man sagt chillen, er chillt ab. Und er ist die gesamte Zeit nur mit Facebook beschäftigt. Wallah, ich liebe euch für Allah, aber lasst uns ehrlich sein. Ist dieses Leben ein Spiel und Spaß? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ. Wir haben doch die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht zum Spiel erschaffen. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Wir haben sie doch nur erschaffen als Wahrheit. Für was? Für die Anbetung zu Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Weißt du eigentlich, dass Allah dich nur aus diesem Grund erschaffen hat? Wäre es für einen anderen Grund, wallahi, Allah hätte dich nicht erschaffen. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَا نُسُكِي وَا مَحْيَايَ وَا مَمَاتِي لِمَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَا. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, alle meine Anbetung und mein Leben und mein Tod gehören mir, gehören Allah. Subhanallah. Allah sagt dir, dein Leben gehört ihm. Und Allah Azza wa Jal sagt dir, er hat dich nur erschaffen, damit du ihm dienst.
Und daraufhin sagst du, ich habe nicht so viel Zeit für die Religion. Unverschämt! Wallahi al-Azim, nichts anderes als unverschämt. Gibt es ein anderes Wort? Gibt es ein anderes Wort als unverschämt? Sag es mir. Allah erschafft dich nur, damit du ihm dienst. Einer bricht einen Rekord nach dem anderen mit seinem Joystick. Der andere ist nur beschäftigt mit den Serien schauen. Der hat sogar auf Toilette einen Fernseher, damit er keine Serie verpasst. Und so siehst du, die Leute, sie sind nur beschäftigt mit der Dunya. Eine sitzt mit Niqab vor Fernsehserien und sie heult Krokodilstränen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wenn du so weitermachst, wirst du nur schlechte Zeiten erleben. Aber hauptsächlich... O Diener Allahs, hast du die Jahiliyyah wirklich verlassen? Die Frage ist, welches Glaubensbekenntnis hast du gesprochen? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Was heißt das? Das heißt, dass du niemand anderen anbetest außer Allah Azza wa Jal. Du darfst niemals dein Gelüst vor Allah stellen. Du darfst nicht dein Interesse vor Allah stellen. Du darfst Allah Azza wa Jal in keiner Sache zuvorkommen. Das ist die richtige Anbetung. Aber was ist davon zu sehen in deinem Leben? Allah ist nicht deine Nummer eins, sei ehrlich. Sondern du bist beschäftigt. Du bist beschäftigt. Du bist abgelenkt so lange, bis der Tod zu dir kommt. Und dann wirst du bereuen. Möge Allah Azza wa Jalla uns allen ein gutes Ende geben. Liebe Geschwister, diese Äußerlichkeiten, die wir bei den Geschwistern sehen, sie sind sehr gravierend und sehr genau zu beobachten. Und man muss verstehen, was das bedeutet. Was hat sich großartig bei dir geändert, seitdem du dein Bart wachsen gelassen hast, O Diener Allahs? Und was hat sich bei dir gravierend geändert, O Schwester, seitdem du dich richtig bedeckt hast? Und ihr seht, dass die Leute damit beschäftigt sind, was hinterherzulaufen? Den Äußerlichkeiten. Wallahi al-Azim. Es gibt Schwestern, die hat einen Niqab an. Ich meine, wenn sie einen Niqab hat, ist sie erkennbar als was? Als eine Muslim. Nein, das reicht nicht. Stirnband. La ilaha illallah. Reicht auch noch nicht. Vielleicht noch eine Adhan-Uhr, so um den Hals. Wir sind beschäftigt mit was? Mit Äußerlichkeiten. Was vergessen wir? Das Innere. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Allah Azza wa Jal sagt, sprich, mein Herr hat alle Abscheulichkeiten verboten, was davon äußerlich ist und was erwartet Allah, dass wir uns auch innerlich reinigen. Wenn du die Sinne vollziehst, und das ist die Abscheulichkeit hier, dann ist das verboten für dich. Aber auch, wenn du dir die Sinne nur in den Gedanken vorstellst. Deswegen, was haben wir hier tatsächlich verlassen? Wisst ihr, mit wie vielen Brüdern und Schwestern ich schon gesprochen habe, liebe Geschwister, die äußerlich schön aussahen? Der Bruder mit einem Bart, die Frau mit einem Niqab. Aber sie haben mir selber gesagt, wie schlimm es um ihren Iman stand. Und Schwestern, die einen Niqab getragen haben, haben mir gesagt, ich bin kurz davor, alles hinzuwerfen. Aber wenn du sie anschaust, sie sehen, hä? Sie sehen? Schön aus, muslimisch aus. Allah Azza wa Jal sagt über die Heuchler. Und diese Ayat sind nicht von ungefähr, sondern Allah warnt uns, dass wir nicht diesen Leuten nachkommen, dass wir nicht diese Leute nachmachen. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجِسَامُ. Und wenn du sie betrachtest, wen die? Heuchler. Was gefällt dir an ihnen? Ihr? Ihr Äußeres. Ihr Äußeres. Die Gelehrten sagen über diese Leute, كَانُوا أَشْكَالًا حَسَنًا. Sie haben ein schönes Aussehen gehabt. Und ihre Zunge, wenn du sie reden hörst, wie manche Leute heute. Wallahi, der ist im tiefsten Dalal. Er hat so einen schwachen Iman. Aber wenn du ihn vor einer Gruppe siehst, ach, ich fürchte Allah. Wenn du ihre Wörter hörst, du sagst Allahu Akbar. Aber er vergisst sich selber. Und er sieht sich nur schön vor den anderen. Ihn interessiert nur, dass sein äußeres Erscheinungsbild bei den Leuten ankommt. Aber wenn du ihn siehst, sein Iman ist im tiefsten Keller. Möge Allah Azza wa Jal uns wahrhaftig machen, liebe Geschwister. Wir mindern wallahi nicht die Stellung der Äußerlichkeiten, denn das ist eine Pflicht. Natürlich muss ein Mann einen Bart tragen und die Frau muss sich islamisch bedecken. Bei manchen Gelehrten, dass sie den Niqab trägt, den Gesichtsschleier und dass sie ihre Hände verdeckt. Und bei manchen anderen Gelehrten, dass sie alles bedeckt, außer das Gesicht und die Hände. Das sind Äußerlichkeiten, die sind Pflicht, ohne Frage. Aber
das Innere ist viel wichtiger. Allah Azza wa Jal sagt, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. Die Wüstenaraber sagen, Wüstenaraber ist natürlich nicht das korrekte Wort, aber wir sagen das, damit man versteht. Das waren meistens Leute, die von weit her gekommen sind. Sie sagen, wir sind gläubig. Wir glauben. Allah korrigiert sie, sagt vielmehr, dass ihr den Islam angenommen habt. Wer kennt die Herzen? Allah Azza wa Jal. Bist du wirklich gläubig, o Diener Allahs? Du sagst mir, ich bete. Auch ein Heuchler betet. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf. Aber sie stehen auf. Du sagst, ich gebe Sadaqa. Ah, auch der Heuchler gibt eine Sadaqa. Ich lese Koran, auch der Heuchler, mit einer wunderschönen Stimme. Was aber unterscheidet uns? Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, es gibt zwei Personen, die beten nebeneinander. Sie sagen dasselbe und sie stehen nebeneinander. Einer ist im höchsten Paradies, in Jannatul Firdaus, und der andere im tiefsten Höllenfeuer. Der eine ist ein Gläubiger und der andere ein Munafiq. Allahumma la taj'alna min al-Munafiq. Sie stehen nebeneinander. Ist das alles? Unser Aussehen? Unsere Ibadah, die äußerlich so aussehen, als wenn wir Gläubige wären? O Diener Allahs? Nein. Die Religion ist auf dein gesamtes Leben bezogen. Ey Wallah. Möge Allah Azza wa Jal unser Inneres wie unser Äußeres machen. Wenn dein Inneres besser ist als dein Äußeres, dann wisse, du hast die beste Stufe erreicht. Und wenn dein Inneres wie dein Äußeres ist, sonst du bist im gesunden Zustand. Aber wenn dein Äußeres besser ist als dein Inneres, dann mach dir Sorge. Und das sind diese Leute, die meistens einen schlechten Tod bekommen. Wie Ibn al-Kathir rahimullah ta'ala sagte, diese Leute werden ein schlechtes Ende bekommen, weil sie den Leuten nur etwas vorgeheuchelt haben. Lass uns zurückkehren, o Diener Allahs. Du sagst mir, ich habe bereut. Ich war in der Jahiliya, ich war nicht zufrieden. Tayyib. Wenn ich dich frage, was für Taten hast du damals gemacht? Du sagst mir, ich war in der Disco, ich habe Musik gehört, ich habe eine Freundin gehabt. Was machst du jetzt ähnlich im Islam? Genau dieselben Taten, nur anders. Das heißt, du hast nicht richtig bereut. Nur die Farbe hat sich bei dir geändert. Sag, seien wir ehrlich. Nur die Farbe hat sich geändert. Wir haben gesagt, einer hört statt Musik Nashid. Der andere, statt zwei Freundinnen, heiratet er zwei, drei Frauen. Ich sage nicht, dass das haram ist, aber wir suchen doch nur einen Ersatz für unsere Jahiliya. Er will seine Jahiliya gar nicht ablegen, sondern er ist noch mittendrin. Aber wenn wir dir sagen, warum hast du tatsächlich bereut? War es nicht so, dass dein Herz erkannt hat, dass dein voriges Leben eine totale Lüge war? Eine absolute Lüge war? Das war doch der Grund. Ja, ayyuhalladhina amanu, tobu ila Allahi, taubatan. O ihr, die ihr glaubt, bereut bei Allah. Was für eine Reue? Eine wahrhaftige Reue. Eine Reue, wo euer Herz erkannt hat, dass ihr früher falsch gelebt habt. Wie können wir dann zu dem zurückkehren? Wenn du diese Leute fragst, die heutzutage in Bordelle gehen, in Diskotheken gehen, lügen und betrügen und klauen und Ranima machen, wenn du sie fragst, so war doch früher ihr Leben. Aber du siehst, tatsächlich hat sich ihr Leben nicht geändert. Ich will dich nur fragen, warum hast du früher bereut? Für was? Wenn sich großartig nichts in deinem Leben geändert hat. Du sagst mir, Abul Bara, schau mal, du bist ein bisschen streng. Ich schaffe es nicht, alles an einem Tag zu praktizieren. Abul Bara hat dir das nicht gesagt. Ich rede nur davon, dass man ehrlich ist mit sich selber. Dass man versucht, wahrhaftig zu sein. Dass wenn dein Gelüst kommt und du jetzt gerade vor dem Internet sitzt, dann guckst du dir nicht Jet Li Teil 15 zum 100. Mal an. Sondern du guckst dir einen islamischen Dars an. Wenn dein Magen schreit, gib mir etwas zu essen, dann sagst du, heute faste ich. Du erziehst deine Seele. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Allah Azza wa Jal schwört, der zehnte Schwur ist auf die Seele. Subhanahu wa ta'ala. Wie gewaltig das ist. Und demjenigen, der die Seele erschaffen hat. Wer hat sie erschaffen? Allah. Und sie geformt hat. Und ihr was eingegeben hat? Sowohl Sündhaftigkeit als auch Gottesfurcht. Einer sagt, ja, das ist meine Seele, ich kann sie nicht erziehen. Falsch. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Erfolgreich ist derjenige, der diese Seele erzieht. Du kannst sie erziehen.
Sag nicht, du kannst sie nicht erziehen. Allah sagt, erfolgreich ist derjenige, der sie erzieht. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّى. Und verloren oder enttäuscht sein wird derjenige, der sie vernachlässigt. Das heißt, diese Seele ist deine Lebensaufgabe, dass du sie erziehst. Dass du sie nicht tun lässt, was sie will. Wenn sie hungrig ist, dann faste. Und jetzt in dieser Jahreszeit, Alhamdulillah, wann ist das Essen? Hä? Wann ist Essenszeit? Um 16 Uhr. Manche schlafen sowieso bis 15.45 Uhr, ist kein Problem für sie. Sagt Allahu Akbar, 15 Minuten habe ich durchgestanden. Ja Rabbi, gib mir noch mehr Kraft. 16 Uhr ist Iftar. Ja, was hindert dich daran, viel zu fasten? Der Prophet Muhammad s.a.w. berichtet von Allah azza wa jall, dass dieser in einer heiligen Überlieferung sagte, Kullu amal ibn Adam, la illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Jede Tat gehört dem Menschen, dem Sohn Adams. Außer das Fasten. Allah hat alle übrigen Taten von dem Fasten unterschieden. Warum? Ich werde sie belohnen, sagt Allah Azza wa Jal. Das bedeutet, Yawmul Qiyamah wird Allah Azza wa Jal dir so viel an Hasanat geben, für diesen Tag fasten, wie du gebraucht hast, um in das Paradies zu gehen. Warum fastest du nicht? Ach, da sind so viele Dönerläden in meinem... Dann geh nicht raus. Dann bleib zu Hause. Beschäftige dich mit Gutem. Aber versuch, deine Seele zu erziehen. Lass sie nicht verkümmern. Weil wer seine Seele verkümmern lässt... Allah al-Azim, du solltest wissen... Du hast in der Hand, ob du diese Seele erziehst oder nicht. Und diese Seele möchte eigentlich das Schlechte. Sie möchte eigentlich das Schlechte. Du merkst, du schläfst und musst zum Fajr aufstehen. Dann hörst du Allahu Akbar, Allahu Akbar. MashaAllah, jeder hat eine Adhan-Uhr von uns, aber keiner kommt in die Moschee. Ja, Rabb. Wie viele Adhan-Uhren gibt es? Und dann hörst du As-Salatu khayrun min an-Nawm. Du sagst, Bell. Der Schlaf ist besser als das Gebet. Fragt mich. Sind wir wahrhaftig? Erziehen wir unsere Seelen? Weißt du, dass wenn du das Fajr-Gebet verschläfst, dass der Shaitan in dein Ohr herein uriniert? Was macht der Shaitan? Er uriniert in dein Ohr. Manche Gelehrte sagen, das ist metaphorisch gemeint. Andere sagen, nein, der Shaitan uriniert. Der Shaitan isst und trinkt und er uriniert in dein Ohr. Der missbraucht dein Ohr als eine Abfallstätte. Wo ist deine Jahiliyyah, ja? Und wo ist dein Islam? Haben wir richtig bereut? Und ich bitte euch nochmal, dass keiner auf mich böse ist, beten in der Samiali. Denn wir wollen heute ehrlich sein zu uns. Wenn wir ehrlich sind, dann können wir was verändern. Aber wenn wir uns die ganze Zeit nur anlügen, wallahi al-azim, wir werden keinen Vorteil haben. Schaut mal, wir haben viele Jugendliche. Die ziehen sich immer noch so an, dass die Frauen sie begehren. Und ich spreche keinen direkt an. Ich sage es nur in den offenen Raum herein. Ja, Achim, warum trägst du ein Muskelshirt? Für Allah? Trägst du dieses Muskelshirt für Allah? Wir haben auch Leute in unserer Moschee, der kommt mit einem Muskelshirt und der achtet sehr genau, wie er sitzt, dass sein Trizeps genau zu unterscheiden ist von seinem Bizeps. Frage. Trägt er dieses Muskelshirt für Allah? Ja oder nein? Lasst uns ehrlich sein. Und die enge Jeans ist sie für Allah. Ja, du stehst im Gebet. Und während du im Gebet stehst, sieht man Konturen deiner Geschlechtszeile. Und du stehst vor Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Ist diese Jeanshose für Allah? Tut mir einen Gefallen, wer diese Jeanshosen trägt, wenigstens beim Gebet, damit wir wenigstens einen Teil von der Schamhaftigkeit gewinnen. Möge Allah uns Schamhaftigkeit geben. So bedecken wir uns wenigstens im Gebet. Denn manchmal siehst du sogar Leute, der hat so eine enge Jeans an, sowieso seine Stimme hat sich schon geändert. Der redet weiter. Ich weiß auch nicht, wie sie rauskommen. Entweder mit Vaseline und einer Schere, anders kann ich es mir nicht erklären, wie man aus so einer Jeanshose rauskommt. Und subhanallah, er macht den Sujud, er wirft sich nieder vor Allah, du siehst den halben Rücken von ihm. Sag, da
Was ist die Sache? Und so betet er wen an? Allah. Er würde so niemals vor einem Präsidenten sitzen. Aber vor Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, hat er kein Problem, dass er so auftritt, liebe Geschwister. Und du, Schwester, sei ehrlich. Sind diese High Heels, die du trägst, für Allah? Und sie klappern so laut, dass auch der Taube sogar diese hört? Diese bunten Gewänder, die du trägst, sind die für Allah? Oder sei ehrlich, möchtest du nicht doch die Männerblicke auf dich ziehen? Für wen trägst du diese Klamotten? Subhanal Malik, liebe Geschwister, das ist eine Sache der Jahiliyyah, die wir immer noch nicht abgelegt haben. Wir haben zwar bereut, aber wir wollen doch einen Teil der Jahiliyyah weiter leben. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. O ihr, die ihr glaubt, tretet vollständig in die Religion herein. Vollständig bedeutet, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jal hier den Gläubigen befiehlt, dass sie in die gesamte Religion hereintreten. Was auch die Religion bietet, an Leichtem und an Schwerem, das ist nicht die Frage. Das ist die Religion, du hast sie dir ausgesucht. Hat jemand dir ein Messer an den Hals gelegt? Sag es nicht. Keiner. Du hast gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wenn du einen Vertrag bei Base machst, dann kannst du nicht danach sagen, ja, aber ich habe keine Ahnung gehabt von den Vertragsbedingungen. Du kriegst die Rechnung, ob du sie willst oder nicht. Und du hast einen Vertrag mit Allah Azza wa Jal, in dem du gesagt hast, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jetzt bist du in die gesamte Religion eingetreten. Und du darfst jetzt nicht mehr deinem Gelüst folgen. Was auch immer dir die Religion erlaubt hat und das mit deinem Gelüst übereinstimmt, ahlan wa sahlan, praktiziere was auch immer du willst. Aber was gegen dein Gelüst steht, dieses darfst du nicht praktizieren, o Dinar Allahs. Und was auch immer du nicht praktizieren kannst, aufgrund einer Unfähigkeit, so beabsichtige dieses zu praktizieren. Das ist die vollständige Religion, die Religion des Islam. Möge Allah Azza wa Jalla uns nur mit dem Islam sterben lassen. Amen. Schaut mal die Sahaba, wie wahrhaftig sie waren. Sie haben den Islam angenommen und wussten, dass ihre Jahiliyyah ein übler Abschnitt war und dass sie mit dem Islam nur eine Sache begehrt haben, das Paradies. Und Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah wird niemals den Zustand eines Volkes ändern, bis sie das ändern, was in ihnen ist. Hört mal diese Geschichte. So heißt es, Ja'a rajulun min al-a'rabi ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ein Mann kam, und das war einer der wüsten Araber, er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, so sagte er, dieser Mann, der zum Gesandten sallallahu alayhi wa sallam gekommen ist, liebe Geschwister, Amen. Ich glaube, ich nehme den Islam an. فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معه. Er sagte, ich werde dir folgen, ja Rasulallah, und ich werde die Auswanderung mit dir beschreiten. Er hat jetzt gerade den Islam angenommen. Und er sagte, ich mache die Auswanderung mit dir mit. Meine Familie ist hier, egal. Mein Geld ist hier, egal. Ich möchte mit dir kommen, denn bei dir fühle ich mich am sichersten, ja Rasulallah. Einfach mal so. Und wir schaffen es nach 10 Jahren immer noch nicht, unsere enge Jeanshose auszuziehen. Subhanal Malik. Er sagte, ja Rasulallah, ich werde die Auswanderung mit dir beschreiten. Und dann gingen sie in den Krieg und sie haben Beute erwirtschaftet. Beute, nachdem sie gekämpft haben, ja. Nicht das, was heute praktiziert wird. So hat dieser Mann seinen Anteil bekommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab ihm den Anteil. Er sagte, qasamtuhu lak. Ich habe dir diesen Anteil gegeben. Das ist der Anteil, der für dich bestimmt ist. Qala ma ala hadha tabatu walakinni tabatuka ala an urma ila ahuna. Er sagte, deswegen, ja Rasulallah, habe ich dich den Islam angenommen, damit du mir weltliche Güter gibst. Ich habe den Islam angenommen, um für den Islam zu sterben. Um was? Für den Islam zu sterben. Und später, als der Krieg vorbei war, schauten sie in der Menge herum, liebe Geschwister, und die Sahaba haben diesen Arabi wiedergefunden, der gerade den Islam angenommen hat. Dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahuwa huwa, ist er das, der gerade auf dem Boden liegt und gestorben ist, für Sabilillah? Er sagte, Sadaqa Allah fa sadaqah. Er hat die Wahrhaftigkeit gegenüber Allah bewiesen, so hat Allah ihn wahrhaftig gemacht.
Subhan al-Malik. Er war was? Wahrhaftig. Diese Wahrhaftigkeit fehlt uns. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu diesem Sahabi, als er gesagt hat, ich möchte nur meinen Lohn im Islam haben, er sagte, in tasduqillah yasduq. Wenn du wahrhaftig bist gegenüber Allah, dann wird Allah dich wahrhaftig machen. Wir haben nur eine einzige Aufgabe. Was müssen wir sein gegenüber Allah? Wahrhaftig und nicht uns selbst belügen. Und wir kommen zurück zu dem Thema. Sind die Klamotten, die wir anziehen, für Allah? Ist das Spielen von morgens bis abends für Allah? Das Naschid hören, ist das für Allah? Sind diese Dinge für Allah? Oder ist das nicht für uns selber? Und wir haben vergessen, was Wahrhaftigkeit bedeutet, liebe Geschwister. Subhanallah. Lasst uns über drei Punkte sprechen, die wir in jedem Fall beenden müssen, damit wir wahrhaftig sind. Der erste Punkt, wir haben gemerkt, dass viele trotz ihrer Praktizierung der Dunya einen höheren Stellenwert geben als der Akhira. Einer hat einen Bart und er findet vielleicht keinen Job. Er sucht 2, 3, 4, 5, 6 Monate und er findet keinen Job. Was passiert daraufhin? Du siehst ihn am nächsten Tag, derselbe Bruder, aber ohne Haare im Gesicht. Er hat sich den Bart rasiert. Wer ist der Versorger? Hä? Allah. Er widersetzt sich Allah, um etwas von Allah zu bekommen. Er sündigt gegenüber Allah, um von Allah etwas zu bekommen. Und ich rede weiter. Und ich möchte euch nur kurz eine Geschichte erzählen, die unser Sheikh erzählt hat aus Ägypten. Möge Allah Azza wa Jal mit ihm barmherzig sein, ihm Gesundheit schenken und ihn ins höchste Paradies eingehen lassen. Er sagte, es gab einen Mann in Amerika, die Rechtsleitung hat ihn, Alhamdulillah, erreicht. Und so hat er den Islam angenommen. Und wie viele Leute nehmen den Islam an? Und bevor er den Islam angenommen hat, hat er sich bei einer großen amerikanischen Gesellschaft als Direktor beworben. Natürlich, in der damaligen Zeit, als er diese Bewerbungsfotos gemacht hat, hat er noch keinen Bart gehabt. 2 Monate nachdem er den Islam angenommen hat, hat er sich einen Bart wachsen lassen. 2 Monate. Dann ist er zu dieser Firma gegangen, weil sie haben ihm eine Antwort geschickt, dass sie ihn gerne anhören wollen, um ihn eventuell einzustellen. Als er reinkam, schaute der Chef, er sagte, nee, das sind Sie nicht. Er sagt, doch, doch, das bin ich. Ich habe mir jetzt nur ein Bart wachsen lassen. Der Chef guckt grunzend. Kommen Sie mal, kommen Sie mal. Er kam rein. Dann sagte der Chef, Sie wissen schon, dass Sie sich für einen Posten als Direktor bewerben. Und dieser Bart ist inakzeptabel. Er sagte, ich bin Muslim geworden und lebe nach der Sunna des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Izza! Stolz! So sagte der Chef, entweder rasieren Sie sich den Bart oder Sie werden den Job nicht bekommen. So sagte er, einer, der 2 Monate die Religion praktiziert hat, soll ich mich dem Gesandten widersetzen und dir gehorchen? Allahu Akbar. Dann sagte der Chef, sind Sie völlig verrückt? Wir reden über $6,000 im Monat. Er sagte, Allah ist mein Versorger. Subhanallah. Wisst ihr, was der Chef gesagt hat? Er sagt, wissen Sie, Sie sind verrückt und deswegen gefallen Sie mir, wir suchen so einen Verrückten in unserer Firma. Und er hat ihn eingestellt. Allah! Hu Ar-Razzaq. Wer ist der Versorger? Allah. Allah! Wie kannst du dich ihm widersetzen, um etwas zu bekommen, was nur Allah in der Hand hat? Das ist nicht klug, ja. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Und kein Lebewesen existiert auf dieser Welt, außer dass Allah sich verpflichtet hat, dieses Lebewesen zu versorgen. Ganz gleich, wo es liegt. Das ist Allah Azza wa Jal. Warum vertraust du ihm nicht? Einer von uns, wenn er gehört hätte, 6.000 Euro im Monat, der hätte nicht nur sein Bart rasiert, seine Brusthaare, seine Beinhaare und alles, was dazu gehört. 6.000 Euro.
hatte eine ganz klare Sorge. Aber schaut mal, es gibt Gläubige, es gibt Leute, die so tun, als wären sie gläubig. Möge Allah uns unter den Gläubigen schreiben. Wir haben Leute, der rasiert sich den Bart und dann bewirft er sich für einen Posten. Und er sieht, dass er nicht sofort einen Job bekommt, der halal ist. Und Allah prüft uns mit Halal und Haram. Wallahi al-Azim, Allah prüft uns. Wisse das. Allah will wissen, wofür dein Herz schlägt. Dann kriegt er vielleicht sogar einen Job, der haram ist. Bei der Bank, bei der Versicherung oder irgendwo. Man bietet ihm ein kleines Büro an mit einem Dienstwagen. Er nimmt den Job an. Dieser hat seine Jahiliyyah nicht verlassen. Bei uns geht es nicht darum, wie viel du verdienst bei deiner Arbeit, sondern ob Allah mit dir zufrieden ist. Und verdiene 4.000 oder 10.000 Euro. Wenn Allah nicht mit dir zufrieden ist, wird er das segnen? Ja oder nein? Niemals. Aber du siehst, Subhan al-Malik, er legt immer mehr ab von der Sunna, bis du nichts mehr von der Religion an ihm siehst. Und manche Leute haben sogar das Gebet gelassen für ihre Arbeit. Er hat Angst, dass Allah ihm nicht versorgt. Wer hat dich 20 Jahre versorgt? Ja, ja, Allah. Ja, und warum vertraust du ihm nicht weiterhin? Wie Leute in unseren Ländern, die leben seit zig Jahren. Er sagt dir, schau mal mein Leben an. Ich habe nichts, Allah versorgt mich nicht. Dann eine Frage, wie hast du bis jetzt überlebt, wenn Allah dich nicht versorgt? Wie? Ich meine, einer, der 3 Tage nichts gegessen hat, er wird was? Sterben, richtig? Er sagt, Allah versorgt mich nicht. Er meint, er will 3-mal am Tag Fleisch essen, zwischendurch Fisch und Baglawa als Endrunde. Das meint er. Aber Allah versorgt jede Seele. Nur unterschiedlich. Subhanahu wa ta'ala mit seiner Weisheit. Die Dunya darf niemals über deine Akhira stehen, o Diener Allah. Du fragst erstmal, ist Allah Azza wa Jal mit mir zufrieden oder nicht? Das ist dein Maßstab. Es geht nicht darum, wie viel Geld du bekommst, wie viel auf deiner Lohnabrechnung steht. Es geht darum, ob du das, was du machst, für Allah machst. Und dann wirst du auch belohnt für Allah, von Allah Azza wa Jal. Wallahi al-Azim, dann wirst du auch belohnt von Allah Azza wa Jal. Es geht nicht um ein Zeugnis oder um eine Gesellschaft, o Diener Allahs. Es geht immer um die Zufriedenheit Allahs. Nur manche sind bereit, für diese Dunya ihre Akhira zu verkaufen. Das ist die Wahrheit. Ich kenne selber Leute, die haben so lange mit uns in der Moschee gelebt, so lange. Und subhanallah, für einen Job hast du gesehen, dass er immer mehr nachgelassen hat. Obwohl ich das 100.000 Mal erwähnt habe. Dunya. Anziehen. Gefährlich. Und daher lasse niemals die Dunya in dein Herz herein, o Diener Allahs. Einer arbeitet bei seiner Arbeit und er sagt dir, ich habe überall Frauen um mich herum. Eine Fitna. Ich habe Angst, dass ich Zina mache. Darf er weiter bei der Arbeit bleiben, wenn er dieses befürchtet? Antwort? Ja. Weil er wird früher oder später was? In diese Sünde hereinfallen. Und manche, wenn sie in diese Sünde hereinfallen, kommen sie nicht mehr. Ibn Kathir, er erzählt die Geschichte von einem Mujahid, der 286 nach Hijra gelebt hat. Dieser hatte den gesamten Koran auswendig. Und er hat Dschihad ausgeführt für Sabilillah. Und er war einer, der regelmäßig in der Nacht gebetet hat. Die besten Taten. Eines Tages haben sie gegen die Römer gekämpft. Und er hat sich in eine Römerin verliebt. Und er ging zu ihr hin und wollte um ihre Hand bitten. Sie sagte zu ihm, ich darf dich niemals heiraten, mein Vater wird das nicht erlauben. Ich bin Christin und du bist ein Muslim. Dann ist er gegangen. Und er sah sie ein zweites Mal und ein drittes Mal und jedes Mal hat sie ihm dasselbe geantwortet. Bis er gesagt hat, ich willige ein. Er hat den Islam verlassen für diese Frau. Er hatte den gesamten Koran auswendig. Später, als seine ehemaligen Brüder ihn gesehen haben, er war ja kein Muslim mehr, sagten sie zu ihm, hat dir das Lernen des Korans nichts genützt? Er sagte, Wallahi, ich habe den gesamten Koran vergessen, außer eine Aya, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu. Muslimin, an diesem Tag würden sich die Kuffar gewünscht haben, was zu sein? Muslim.
Allahu Akbar. Eine Frau hat ihm seine Religion genommen. Aber wir haben mit dieser Fitna kein Problem. Die arbeitet neben uns, die über uns, die unter uns. Kein Problem. Kein Problem. Aber wird schon. Allahumma qawwin, Allahumma qawwin. Er sagt, ja Allah, gib mir Stärke, gib mir Stärke. Vor der Fitna, dass du dich einer Fitna gegenüberstellst, ist verboten in unserer Religion. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man tasharrafa laha tastashrif. Derjenige, der sich dieser Fitna gegenüberstellt, sie wird ihn was? Verschlingen. Verschlingen. Kennst du das, wenn an einer Wand ein Stromkasten ist und da steht Lebensgefahr, nicht anfassen. Daraufhin sagst du, genau dasselbe. Tilka hududullah fala taqrabuha. Das sind die Grenzen Allahs, kommt ihnen nicht zu. Komm den Grenzen Allahs nicht zu nah. Allah hat dich gewarnt. Warum? Damit du nicht deine Religion verlierst, o Diener Allahs. Und ein weiterer Punkt, über den ich mit euch reden möchte, ist das Thema Al-Wala wal-Wara. Wir sehen, dass viele Leute, die in der Jahiliyyah sind, immer noch ein sehr offenes Verhältnis zu vielen anderen haben, außer zu den Muslimen. Und dass sie immer noch Leute lieben, die bei Allah von Allah Azza wa Jal nicht geliebt werden. Wie viele fangen an zu praktizieren? Und sie haben noch eine Liebe zu denjenigen, die Allah Azza wa Jal nicht lieben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Authaqur al-Iman, al-Hubbu fillah wa wal-Bughdu fillah. Der stärkste Knoten im Iman bedeutet, das ist das Beste, was du an Stufe im Iman erreichen kannst. Möge Allah Azza wa Jal uns diese Stufe erreichen lassen. Ist, dass du für Allah liebst und für Allah nicht liebst. Dein Al Pacino liebt ihn Allah? Oder dein Baf Didi liebt ihn Allah? Fitna Spears, liebt sie Allah? Liebt Allah sie? Wen liebst du da? Bruder, Schwester, wen liebst du da? Leute, die Allah nicht lieben? Eine Bedingung von den sieben Bedingungen von La ilaha illallah ist Al-Mahabba, dass wir lieben, was Allah liebt und dass wir hassen, was Allah hasst. Achi, wo kommt deine Liebe her, wenn Allah dieses hasst? Wenn Allah diese Leute hasst? Er sagt dir, ich habe eine Beziehung zu dem Mann. Taib, eine Frage. Eine Frage. Dein Schauspieler, liest er Koran? Du sagst nein. Betet er? Nein. Kümmert er sich um die Oma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nein. Ist er ein Muslim? Nein. Aber ich liebe ihn. Und diese Schauspielerin, oh Schwester, bedeckt sie sich? Nein. Bringt sie den Frauen was Gutes bei? Nein. Im Gegenteil. Zieht sie sich vorbildlich an? Nein. Aber ich liebe sie. Wofür liebst du sie? Wofür? Der stärkste Knoten im Iman ist, dass man für Allah liebt und für Allah nicht liebt. Das bedeutet, liebe Geschwister, das ist eine gefährliche Sache. Hol mir deine Schauspieler und sage mir, ob Allah sie liebt oder nicht. Deswegen bleibe mit den Leuten, wo du weißt, sie beschreiten den Weg der Richtleitung. Und lasse ab von den Leuten, die dieses nicht tun. Denn sie werden eine Gefahr für dich sein. يَوْمَ يَعَبُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي تَخَثُّ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Am Tage der Auferstehung wird sich jemand in die Hand beißen. Warum? Weil er es bereuen wird. Er wird sagen, hätte ich doch mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam einen gemeinsamen Weg beschritten, hätte ich ihm gefolgt. Oh weh mir, hätte ich mir doch den und den nicht zum Freund genommen, Fulan. Fulan ist ein Problem in unserem Leben. Und dieser Fulan zieht dich in die Hölle. Und manchmal kann es deine eigene Ehefrau sein, wenn sie nicht auf dem Weg der Rechtleitung ist. Oder von einer Frau der Mann. Fulan. Du wirst es bereuen, dass du diesen Fulan vor alles gestellt hast. Und der letzte Punkt, liebe Geschwister, den ich mit euch besprechen möchte, ist, dass ein Muslim seine Zeit nicht verschwendet. Eine Frage, O Diener Allahs.
Wie viel Geld würdest du bezahlen, dass du weißt, wann der Todesengel zu dir kommt? Wie viel Geld würdest du bezahlen? Alles. Das heißt, dass du zu diesem Zeitpunkt vorher noch bereuen kannst. Sag, du wärst bereit, all dein Vermögen herzugeben, damit du weißt, wann der Todesengel zu dir kommt. Und man würde dich, wenn du weißt, wann der Todesengel kommt, mit Sicherheit bei einer guten Tat sehen. Wenn du wüsstest, heute um 22 Uhr kommt der Todesengel, was würdest du um 21.59 Uhr machen? Beten. Beten? Bereuen. Fasten. Warum guckst du dir kein Fußballspiel an? Galatasaray. Warum? Du sagst mir keine Zeit, ich habe Wichtiges zu tun. Wer sagt dir, dass der Todesengel nicht kommt? Die Frage ist doch, warum nimmt der Todesengel unsere Seelen, während wir bei einer Sünde sind? Weil wir vergessen haben, dass der Todesengel zu uns kommt. Aber wüssten wir, wann er zu uns kommt? Wir wären bei einer guten Tat, wo er uns vorfinden würde. Deswegen verschwende nicht deine Zeit, Odin Abbas. Schau mal, wie oft du nachts vor Facebook sitzt. Um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr. Weißt du etwas von Qiyam und Leib? Von dem Gebet in der Nacht. Allah Azza wa Jal, Subhana, er ruft seine gläubigen Diener. Er sagt, wer ist da von denjenigen, die mich um etwas bitten wollen, so dass ich es ihnen erfüllen kann? Hast du keine Bitte, ja, dann schlaf weiter. Hast du keine Bitte? Hast du nicht die Bitte, dass Allah Azza wa Jal dir deine Sünden vergibt? Dass Allah dir etwas gibt von der Dunya, was du begehrst? Hast du keine Bitte? Stattdessen sitzt du vor Facebook. Und du guckst, Mustafa schreibt, ich esse gerade ein Weißbrot mit Pastirma und Knoblauch und Käse. Und was noch? Und dann macht er dir noch ein Bild, damit du auch dir das realistisch vorstellen kannst. Schämst du dich nicht, ja, so deine Zeit zu verschwenden? Ich will eine klare Frage an euch stellen. Wer weiß, wie viele Sahaba gab es bei der Auswanderung, als die ausgewandert sind nach Medina? Wie viele Sahaba sind circa ausgewandert? Ungefähr. Wer weiß das? Ungefähr zwischen 200 und 350. Die Zahlen variieren, weil das nicht klar bekannt ist. Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah sagt 250. Lassen wir sie 350 sein. Eine Frage, als der Prophet Muhammad s.a.w. gestorben ist, wie viele Sahaba gab es? Wie viele? Ungefähr 120.000. Was haben diese 350 Sahaba gemacht? Rumgespielt? Dass danach 120.000 andere Muslime gewonnen wurden? Was haben sie gemacht? Rumgespielt? Da war. Wisst ihr, was ich erhoffe bei Allah Azza wa Jal? Ich bin einer unter den Sündern. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Aber wenn ich vor Allah stehe, so werde ich ihm sagen, ja Allah, ich weiß, ich war ein Sünder, aber ich habe versucht, deine Religion zu verbreiten. In der Hoffnung, dass Allah mir vergibt. Warum lernst du nicht deine Religion, um sie danach zu verbreiten? Warum? Warum verschwendest du deine Zeit, Yahi? Was ist besser, dass du irgendein weiteres gelbes Raumschiff abschießt? Oder dass du eine leichte Sache lernst in der Religion, richtig lernst, so dass du es deinem Bruder oder deiner Schwester beibringen kannst? Was ist besser? Gibt es nicht genug, die bis heute nicht wissen, wie man Wudu macht? Antwort? Ja. Gibt es nicht genug, die bis heute nicht wissen, wie man die Al-Fatiha liest? Ja. Wenn du ihnen das beibringst, jedes Gebet, was sie machen, ist in deinem Lohnbuch. Das sind die Schätze. Aber wer hat Zeit, um solche Schätze zu erwirtschaften? Wer hat Zeit? Ja, Achi, bring ihnen das Gute bei. Und immer, wenn sie es machen, so wirst du deinen Anteil daran haben. Verschwende nicht deine Zeit. Und wisse, du wirst Yawmul Qiyamah nicht einen Schritt von der Stelle machen können, bis du nach fünf Dingen gefragt wirst. Die erste Frage ist, an Umrihi, hä? Wie er sein Leben gelebt hat. Wie hast du dein Leben gelebt?
Willst du Allah sagen, morgens habe ich eine Fernsehserie gesehen, mittags habe ich gechattet und abends war ich in Facebook. Ist das dein Leben? Und deswegen, und ich liebe euch für Allah, möge Allah Azzawajal uns vergeben und uns und unsere Herzen reinigen. Lasst uns ab heute, liebe Geschwister, Wallahi mit dem Wichtigen beschäftigen. Und ihr wisst, wir leben in einer Zeit der Fitna, wo viele Herzen schwach geworden sind. Und wo die Kuffar uns einleuchtend beibringen wollen, und sie wissen, was sie sagen, dass der Islam eine brutale und eine gewalttätige Religion ist. Und wir sehen das in allen Medien. Aber das Schlimme ist, dass diese Leute den Stellenwert unserer Religion kennen und uns aufgrund dessen bekämpfen, und wir Ärmsten kennen immer noch nicht den Stellenwert dieser Religion. Und wisse eine Sache, der Prophet Muhammad s.a.w. und damit schließe ich ab, sagte: Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Allah azza wa jalla wird mit diesem Koran ganze Völker erheben. Du bekommst Izza, Ehre und Stolz, eine Stellung bei Allah, solange du den Koran praktizierst. Und wenn du es nicht tust, so wirst du erniedrigt werden. Möge Allah azza wa jalla uns Izza in der Dunya und in der Akhira geben. Möge Allah azza wa jalla uns unsere vergangenen Sünden allesamt verzeihen, was wir öffentlich und was wir im Geheimen gemacht haben. Möge Allah azza wa jalla uns seine Barmherzigkeit im Diesseits und im Jenseits zukommen lassen. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا für euer gutes Zuhören. Liebe Geschwister, und verzeiht mir die Überlänge. Alhamdulillah, sind keine Schuhe geflogen.